Unsere grüne Glasfaser, kurz UGG, eine junge, erst vor 3 Jahren gegründete Firma, lud am 28. Juni 2023 nach Hettstedt und einen Tag später in die Mehrzweckhalle Groß-Örner ein, um Bürgerinnen und Bürger über den geplanten Glasfaserausbau in den beiden Orten zu informieren. Grundlage dafür war eine Absichtserklärung der Kommune, den Weg zur Glasfaser gemeinsam mit der UGG zu gehen. Diese war durch die Einheitsgemeinde Mansfeld, wozu Groß-Örner gehört, mittels einer Kooperationsvereinbarung gegeben worden. Die Unsere grüne Glasfaser ist ein Joint Venture aus der Telefonica und aus der Allianz und wir bauen in regionalen Gebieten die Glasfaser aus und zwar tatsächlich die Glasfaser bis ins Haus. Das nennt sich FTTH, Fiber to the Home. Das ist was Neues. Die Glasfaser hat diverse Vorteile, eliminiert faktisch die Nachteile eines DSL-Netzes, und zwar die Störanfälligkeit bzw. schwankende Übertragungsbandbreiten. Da spielt die Glasfaser einfach die Vorteile aus und zudem hat die Glasfaser noch deutlich höhere Bandbreiten, und zwar von 1000 Mbit die Sekunde. Und das ist circa 10-mal schneller als der durchschnittliche DSL-Bandbreite in Deutschland. Oder wieso ist das wichtig? Das ist wichtig, weil immer mehr Leute immer mehr Internetdienste nutzen und die auch tatsächlich auch immer mehr Daten konsumieren. Da nenne ich jetzt mal nur als Beispiel TV-Streaming, Video-Streaming. Mit jeder Auflösung oder besseren Auflösung, die man hat, steigt der Datenverbrauch exponentiell. Und das führt einfach dazu, dass die DSL-Netze entweder schon am Limit sind oder teilweise ans Limit kommen werden in kurzer Zeit. Und da kann eben die Glasfaser die Vorteile ausspielen. Wir als UGG haben uns gedacht, damit wir den Umstieg auf die Glasfaser ziemlich einfach für die Bewohner gestalten, bieten wir an, wenn man bis zum 30.09. in Hettstedt und Mansfeld einen O2, also das ist der Kooperationspartner von uns, mit dem wir zusammenarbeiten, einen Glasfaser-Internet-Tarif der O2 bucht, dann gibt es den Glasfaseranschluss im Haus kostenlos. Ohne Wenn und Aber an der Stelle. Und genau das wollten die zahlreichen Interessierten wissen. Welche Vorteile bringt die Glasfaser und wie viel kostet der Anschluss an das zukunftsfähige Netz? Die Antworten darauf konnte Bürgermeister Andreas Koch nicht geben. Doch er übernahm die Begrüßung und erinnerte noch einmal daran, dass in der ersten vom Landkreis gesteuerten Ausbaustufe mehrere tausend Adresspunkte auch in Mansfeld gefehlt hatten und man diese weißen Flecken, wie er es nannte, nun schnellstens verschwinden lassen wolle. So war die Kommune auf die UGG aufmerksam geworden. Salvo Capizzi begann seinen Vortrag mit ein paar Zahlen. So sind beispielsweise in Spanien, wo die Telefonica zu Hause ist, bereits 95% der Haushalte mit Glasfaser versorgt. In Deutschland gerade einmal knapp 30%, mit dem Ziel von 50% für das Jahr 2025. Im Weiteren erläuterte er den Projektablauf und auch die Internettarife des Kooperationspartners O2, im Moment noch der einzige in der Region, wurden vorgestellt. Unter den Gästen weilte übrigens auch Jenny Sander, Mitorganisatorin der 1050-Jahr-Feier von Groß-Örner, die am 8. und 9. Juli 2023 stattfindet. Ich möchte hiermit die Gelegenheit ergreifen und möchte Sie zu unserer 1050-Jahr-Feier am 8. und 9. Juli hinten am Festplatz an der Kegelhalle, wo das Bad ist, recht herzlich einladen. Der Festumzug beginnt am Anger und führt über die Straße an der Schule hinter zur Mehrzweckhalle, dann zu unserem Festplatz. Wir freuen uns, Sie dort zu sehen und dort erwartet Sie ein buntes Programm von Kindergarten über die Grundschule, über das Vereinsleben mit Fußballspiel und Bratwurstkegeln. Wenn Sie am kommenden Wochenende noch nichts vorhaben, sind Sie recht herzlich eingeladen zu unserem Jubiläum.